Doch so eine Arbeitsbreite? Wow. Okay. Hat jetzt schon 3%? Wow. Nett. Ja, definitiv. Aber warum du immer im Hänger stehst, das ist immer noch eine Frage, die ich mir so ein bisschen komischerweise stelle. Ja. Du stehst laut meiner Information stehst du im Hänger. Okay. Bist du zweimal drin? Manche Sachen muss man einfach nicht verstehen. So. Erstmal das Rohr einfahren. So, okay. Wenn ich jetzt mal runter nach Feld 20 fahren. Denke ich, die waren abladen. Du, der ist schon abgeladen. Nee, ich meine, das war nicht mehr. Achso. Ja. Oder da habe ich ein bisschen Auge drauf. Ah ja. Ja. So, Helfer J kann eigentlich schon auf das Feld 4 gelegt werden. Dass er da direkt weitermacht. Ja. Mach das schon. Ja. Woher was? Ich würde hier gerne Feld 9 aufkaufen und ein ganz großes Feld 5 draus machen. Von der Länge her passt. Von der Länge her. Das wird okay. Das habe ich bei mir gemacht. Aber? Nicht aber. Bleib ich jetzt an dem Straßenschild hängen? Nein. So, und da haben wir jetzt einen eindeutigen Beweis dafür, dass wir in den Vereinigten Staaten von Amerika sind. Was denn? Flagge der US-Amerika von Amerika. Warum? Ja. Das können auch einige außen haben. Yo. Du willst es nicht akzeptieren, ne? Warum auch? Eigentlich eine gute Frage. Kann ich da nicht über die Brücke drüber? Müssen wir mal ausprobieren.
Ja, ich bin mit dem Dredger unterwegs. Übrigens, das Feld muss auf das Feld 3. Welches Feld ist das? Muss ich auch noch früher düngen. 20. Ja. Okay. Aber ich will wenigstens den Drescher schon mal dahinstellen. Okay. Er hat jetzt eine Bahn gemacht. Ja, und Also einmal den Weg umsonst gemacht. Und jetzt hat der Server begriffen, dass du nicht mehr hier stehst. Ist ja der Wahnsinn. So, dann stelle ich mich mal vernünftig hier hin. Irgendwie. Entschuldigung, sollten ein Lied werden. Ja. Auf Feld 5 hast du jetzt erfolgreich eingesät. Wie schnell ist eigentlich die Rübenerntemaschine? Okay, dann brauche ich ihn ja nicht verändern. Machen wir lieber 13 raus. Wobei mit 11 kommt man eigentlich auch sehr weit. Ja, mit 11. 11 ist eine gute. 11, also auf 12 eingestellt, ist das eigentlich eine sehr gute Geschwindigkeit. Aber stimmt, das lohnt sich echt nicht. Lohnt sich echt nicht. Einmal voll machen, 60% Aufliegerladung. Ja, aber das sind bloß 3 Dinge gewesen. Helfer B wird durch ein Objekt blockiert. Okay. Was nur in seiner Forschung existiert. Ja, das. Nee, ich bin ja schon lange weg gewesen. Ach, das könnte der andere Punkt gewesen sein. Nee, Helfer B ist jetzt hier bei mir. KI halt. Sonderlich intelligent ist sie ja eh nie. Mitten auf dem Feld. So.
Ja, doch. So, okay. Aber die kleinen Felder könnten ehrlich gesagt wirklich als für. Das will ich darauf hören. Die Zuckerrüben werden hier nicht angenommen. Wo kann ich die abladen? Was? Was mache ich jetzt mit meinen 60% Auflieger? Das ist eine gute Idee. Nehme ich hier das Feld 19 dafür. Hier dieses kleine hier oben. So, dann kippen wir das hier mal aus. Und fahren wieder zurück. So, Helfer G. Hier wird Raps angebaut. Ich bin jetzt eh wieder nach Helfer B unterwegs, oder? Mach mal. Blade ab. Okay. Warte. Schon wieder 60%. Meine Güte. Zwei Touren und schon wieder 60% voll. Wie gesagt, Ich gab zumindest eine ziemlich gute Vorstellung davon. Da fragt man sich doch teilweise, warum macht man das dann? Warum erntet man hier Rüben?